Raum für mobile Leidenschaft. Das ist Motorworld. Das Pilotprojekt dieses einzigartigen Konzepts liegt vor den Toren der Automobilmetropole Stuttgart. Hier entstand im Jahr 2009 ein Ensemble aus historischen Gebäuden und Neubauten. Hier ist die Wiege aller Motorworld-Standorte. Sie stehen für automobile Faszination in allen Facetten. Die denkmalgeschützten Hallen des ehemaligen Landesflughafens Württembergs sind das Herzstück des lebendigen Zentrums. Ein Paradies für Auto- und Motorradfans und an 7 Tagen der Woche ist der Eintritt frei. Handel und Service. Kaufen, verkaufen. Mieten, reparieren. Restaurieren, testen. Sich treffen, genießen und auch übernachten. Auf 50.000 Quadratmetern bringt die mehrfach ausgezeichnete Motorworld-Region Stuttgart das Beste, was es an Mobilität und dem passenden Lifestyle gibt, zusammen. Markenübergreifend, einzigartig, atemberaubend. In jeder Motorworld ist auch Genuss ein wichtiges Thema. In der Motorworld-Region Stuttgart ist die Vielfalt groß. Vom Steakhouse im Tower 66, dem Restaurant Check-In mit moderner Atmosphäre im historischen Empfangsgebäude, sowie einem Café mit köstlicher Konfiserie und Backwaren im Hauptgebäude, dem niveauvollen italienischen Restaurant Da Signora, einer hauseigenen gläsernen Brauerei im Wichtel-Restaurant bis hin zur Genussakademie Targa Florio. Zum Konzept jeder Motorworld gehört auch ein ganz besonderes Hotel. In Böblingen ist es das preisgekrönte 4-Sterne V8 Themen- und Designhotel mit Fitness- und Wellnessbereich. Dieses Umfeld ist ideal für Events und Tagungen. Räumlichkeiten aller Größen stehen für 1 bis 1.000 Personen zur Verfügung. Events, die in der Motorworld stattfinden, sind außergewöhnlich und machen jede Veranstaltung einmalig. Der magische Ort rund um Oldtimer, Liebhaberfahrzeuge, Sportwagen und Bikes ist etwas ganz Besonderes. Helle und moderne Räume ab 20 Quadratmetern. Eine exklusive VIP-Manager-Meeting-Lounge im Nachbau einer Original U52. Eine gediegene Cigars-Lounge mit Kaminzimmer und das hervorragende gastronomische Konzept runden das ab. Wie ein lebendiges Automobilmuseum. Das ist die Motorworld. Ein echter Hingucker sind die Glaseinstellboxen. Hier stellen Oldtimer-Besitzer ihre Preziosen ein und aus. Sicher, trocken und jederzeit erreichbar. Die Realisierung weiterer Motorworld-Standorte schreitet voran. Beachtliche 32.000 Quadratmeter umfasst die denkmalgeschützte Lokhalle des ehemaligen Dampflok-Ausbesserungswerks. Sie wird nach Sanierung und Ausbau zum Herzstück der Motorworld München. Anfang 2018 eröffnet die Motorworld München. Sie wird ein Szenetreff automobiler Faszination und zu einem attraktiven Eventensemble. Auf dem Gelände des ehemaligen Kölner Flughafens Butzweiler Hof entsteht die neue Motorworld Köln-Rheinland. Die Preziosen der herausragenden Karriere von Michael Schumacher werden als Dauerausstellung MS Private Collection präsentiert. Freier Eintritt für interessierte Fans. Die Eröffnung der Motorworld Köln-Rheinland ist zur Jahreswende 2017-2018 geplant. Glück auf mit mobiler Leidenschaft über Tage, die den Namen Motorworld Zeche Ewald trägt. Die alten Zechengebäude unter dem historischen und sehr markanten Förderturm werden aufwendig saniert. Hinzu kommen moderne Neubauten, die sich stilgerecht dem denkmalgeschützten Ensemble anpassen. Bis 2018 soll auf über 35.000 Quadratmetern die Welt automobiler Faszination in der Zeche Ewald Einzug erhalten. Auf einer der schönsten Inseln zu verweilen und zugleich einem der faszinierendsten Hobbys Zeit und Raum zu schenken. Da trifft Leidenschaft auf Leidenschaft. Dieser Gedanke gab dem neuesten Projekt der Motorworld Mallorca ihren Ursprung. Auf halbem Wege zwischen dem Flughafen und der Hauptstadt Palma, direkt an der Autopista de Levante gelegen, entsteht auf dem ehemaligen Coca-Cola-Areal eine weitere Motorworld. Als Schrauberdörfer konzipiert, entstehen außerdem die Motorworld-Manufakturen Berlin und Metzingen. Die Motorworld-Manufaktur Berlin bietet einzigartigen und bezahlbaren Werkstattraum am Spandauer Zitadellenweg, in unmittelbarer Umgebung der Spandauer Automeile.
Das faszinierende 30.000 Quadratmeter große Areal auf einer Halbinsel direkt am Havelufer blickt historisch auf die Gründerzeit des Automobils zurück. Das als Henning-Areal bekannte Industrie- und Gewerbegelände in Metzingen auf der Schwäbischen Alb erfährt als Motorworld-Manufaktur eine umfassende Revitalisierung. Es wird zum Ort der Handarbeit und Werkstätten mit Gastronomie und Eventbereich.